Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Might and Magic Hero 7 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und heute spielen wir die Kampagne der Bastion. Das ist die letzte Hauptkampagne, die uns noch fehlt, bevor wir uns mit der finalen Kampagne, der Stoff für zukünftige Erinnerungen, auseinandersetzen. Und zwar eine freie Frau unter Brüdern. Kente wird uns erzählen, was als erstes hier passiert. Sind wir mal gespannt. Kente weiß gute Geschichte. Legende von Imani. Mutige Kriegerin, die Wüstenorks vor tragischem Schicksal rettete. Okay, würde ich jetzt mal sagen, klingt eigentlich ganz gut. auch das spielen wir wieder auf schwer. Und beste Verbündete sind mehr als Freunde. Sind gleiche. Kennt ihr, weiß gut. Ja, okay. Wüstenochs der Sahar. Alles klar. Dann sagen wir Kampagne starten. Ich höre. Und ihr, Waffenmeister, was machen eure Pläne, unsere Truppen zu verstärken? Ich vermute, die Stämme der Orks reißen sich nicht darum, für einen Milchzahn zu kämpfen. Ivan vermutet richtig. Aber ein Mann ist guter Freund von vielen Orkhäuptlingen. Wenn Andras neben Ivan kämpft, werden Orks folgen. Andras? Ein Söldner aus Hammerfall, auch bekannt als der Rabe. Der Rabe? Ihr meint, er stammt von meinem Bruder Sandor ab? Ah, Anya ist Schwester von Sandor Rabe, Sandor Konjakti? Also ist Andras von unserem Blut. Kente, wird Andras im Namen seiner Familie kämpfen? Andras hat Preis, wie alle Söldner. Andras will, was Ivan nicht braucht, wenn Ivan Imperator ist. Andras will Geburtsrecht. Andras will Greifherzogtum. Das ist ein dreistes Ansinnen. Beste Verbündete sind mehr als Freunde, sind gleiche. Wenn Rat heute Geschichten erzählt, weiß Kente auch gute. Geschichte von Wüstenorks der Sahar. Lasst hören. Jetzt bin ich gespannt. War Jahr der Freiheit. Als großer Befreier Kunjak Volk der Orks aus Land der Zauberer führte. Ich glaube, wir alle kennen die Geschichte von Kunjaks Exodus. Das nicht diese Geschichte. Wenn Herzog zuhört, wird Herzog sie hören. Verzeiht uns, Kente. Unser Herzog spürt die Last der Geschichte auf seinen Schultern. Fahrt bitte fort. Ivan weiß von Orks, die mit Kunjak zu Pao-Inseln segelten. Und Ivan weiß von Orks, die in Ranar-Steppe flüchteten. Aber weiß Ivan von Orks, die blieben? Da gab es großen Ork-Krieger namens Django, und Django wollte nicht fliehen. Django nannte Kunjak Feigling, sagte, Orks sollten bleiben und Zauberer vollkommen vernichten. Viele Krieger folgten Django, dürsteten nach Zaubererblut. Geschichte Kente will erzählen, ist Geschichte von Imani, Ork-Kriegerin, die Django folgte. Imani sollte eine von Orks größten Helden werden. Worüber wollte Imani reden? Amari sollte sich auf kommende Schlachten vorbereiten. 20 Monde hat Imani für Django gegen Zauberer gekämpft. Aber Djangos neuer Plan stinkt wie Goblinfurz. In einem Mond greift Django Al-Betil an. Große Stadt der Toten. Eine der sieben. Sieg dort wird wichtig sein, wird alles verändern. Amari hat Zauberstadt gesehen. Voll von Toten, die nicht schlafen und essen und hohe Mauern bewachen. Orks zu wenige, zu müde. Django führt Orks zur Schlachtbank. Amari vertraut Django. Django, großer Krieger, hat Orks zu vielen Siegen geführt. Aber Django überlässt Denken Blutrage. Rache strömt in Django wie Wasser in Ertrinkenden. Imani hat Auge verloren, als Imani Django zuletzt blind gefolgt ist.
Wenn Imani Tiermenschen überzeugen will, Ketten zu brechen und mit Orks zu kämpfen, hat Imani einen Monat Zeit. Django wäre nicht begeistert. Orks tun, woran Orks glauben, das orkische Art. Und wenn Imani Erfolg hat, Django wird Verstärkung begrüßen. Großer Bruder ist weise. Imani wünscht, Django würde mehr auf Amari hören. Okay, also, das meine ich jetzt absolut ernst. Wenn ich jetzt die ganze Zeit diese Stimme von der Imani ertragen muss, dann flippe ich aus. Und ich meine nicht so, wie Wolfgang Petri auf dem Konzert ausflippt, sondern ich meine so, wie der Günner ausflippt, wenn er den Stammelbarbaren hört. Das ist ja fürchterlich. Es ist ja wirklich fürchterlich. Naja, aber okay. Also, schauen wir uns das mal an. Um mal wieder so einen Punkt anzusprechen, den ich nicht ganz unwichtig finde bei solchen Spielesynchros. Jetzt sollen natürlich die Orks dargestellt werden, ne? Rage, nicht so super schlau und so. Und natürlich sind das die einzigen, die mit Akzent reden, ne? Dabei hat ein Akzent natürlich, wissen wir ja alle, hat nichts damit zu tun, ob man schlau ist oder nicht, sondern meistens halt damit was, ob man Muttersprachler ist oder nicht. Oder wie lange man in einer Region lebt und so. Naja, egal. Also lassen wir es mal außen vor, ne? Hier soll jetzt niemand aufgrund eines Akzentes als dumm geframed werden. Nicht so geschickt gemacht hier in dem Spiel, aber okay, so ist es jetzt halt mal. Wir spielen es trotzdem. Was mich mehr stört, ist dieses pseudo-heisere Geschwafel. Mit dieser Pressstimme da, aber das ist irgendwie, naja, egal. Hoffen wir, dass sie in dieser Kampagne das Zeitliche segnet und danach irgendein anderer Held übernimmt. Und Orks sollten nicht das tun, was Orks glauben, sondern, naja, wobei, es kommt drauf an. So, Orks sollten an das glauben, wofür sie gute Belege haben. Ne? Aber ja, ist ein Herr Orks. Imanis Späher fanden Tiermenschenlager im Tal südlich von Albethyl. Gnolle, Zentauren, Harpien und noch eins mit Rakshasas, den stolzen Löwenmenschen. Wenn Imani alle vier dazu bringen könnte, sich zu erheben, würden Orks Zauberern gewachsen sein. Aber Imani hatte nur einen Monat Zeit. Ah, eine Kampagne, die auf Zeit geht. Okay, cool. So, wir haben neue Aufgaben. Ja, Imani darf nicht besiegt werden, alles klar. Und sammelt die Tiermenschen, findet Gnolle, Zentauren, Harpien und Rakshasas und bringt sie dazu, sich euch anzuschließen. Sammelt die Tiermenschen binnen eines Monats. Nur von 4 Wochen sind verstrichen. 4000 XP gibt es dafür. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, interessantes Äußeres. Machtaffinität, Typ Häuptling. Vitalität, der Held beginnt mit dem Talent Defensive im Rang Novize und der Fähigkeit Vitalität. Blutrage, ne, die besondere Fähigkeit der Bastion und Erkundung. Wie viele Orks ist Imani eine Kriegsweise, nachdem ihre Eltern von den Zauberern getötet wurden? Das haben wir ja bereits kennengelernt. Sie und ihr großer Bruder Amari wollten lieber bei Django bleiben, anstatt mit dem Rest ihres Volkes zu den Pau-Inseln zu segeln. Nachdem Imani bei einem schlecht geplanten Angriff ein Auge verloren hat, dämmert ihr langsam, dass sie diese Wahl aus Gründen der Ehre getroffen hat. Ach, das Ehre ist so ein überbewertetes Konzept. Während Django nur Rache nehmen will. Okay, gut. Ja, kostet es, was es wolle. Rache ist auch nicht so super. Ja, egal. Das ist unser zahmer Zyklop, der Stadtmauern platt macht. Und wir gucken noch einmal ganz kurz. Wo haben wir es? Hier. In die Talente. Wir können grapschen. Okay, grapschen ist schon mal gut. Dem Heldenschaden wird das 7-fache der aktuellen Blutrage hinzugefügt. Und der Novizenwert bei Blutrage heißt, der Held beginnt mit 5 Blutrage. Der Wert wird dem Angriff verbündeter Kreaturen hinzugefügt, vermindert sich jedoch im Laufe der Schlacht minus 2 jedes Mal, wenn eine Kreatur warten oder verteidigen als Aktion wählt. Minus 2 am Ende jeder Runde. Blutrage ist vorbei, sobald sie einen Wert von 0 erreicht hat. Stopp. Experte sind wir auch. Verbündete Kreaturen in Blutrage wird nur die Hälfte des direkten Schadens durch Zauber zugefügt. Und verbündete Kreaturen in Blutrage erhalten plus 5 Initiative. Ist auch cool. Ja, ich erinnere mich noch, das war also eine meiner absoluten Lieblingseigenschaften in Might and Magic Heroes 5 auf jeden Fall. Dieses Gebiet wird von Zauberern kontrolliert. Wenn ihr Erfolg haben wollt, müsst ihr eure Schlachten mit Sorgfalt wählen und euch auf ihre Hauptziele konzentrieren. Jo.
Dann heißt das schon mal, ich greife keine Fernkämpfer an. Oh. Neue Aufgabe, die Knolle. Befreit die Knolle. Belohnung 20 Knolle. Okay. Was riecht also? Orks! Oh, viele Orks! Zu viele für Kampf! Halb Mensch, halb Hyäne. Imani von Knollen gehört, sind Spürhunde von Zauberern. Knolle sind keine Hunde. Und doch halten Zauberer Knolle in Zwingern, mit Halsband und Ketten. Die Herren nennen uns schmutzig und stinkig, gemein und feige. Sicher, Kaftar badet dich gern, aber Kaftar wird auch nicht gern geschlagen. Imani kann Ketten zerreißen und Zwinger öffnen. Knolle können mit Orks gehen. Zum Stamm gehören keine Hunde mehr, sondern Krieger. Wir sollen also die Hand beißen, die uns füttert. Lecker. Ich bin hungrig. Immer hungrig. Sprenge die Ketten, Ork Imani. Die Knolle gehen mit dir. Imani, schlechte Synchronsprecherin, versucht zu klingen wie raubeinige Kriegerin, aber klingt wie weiblicher Mr. Burns. Meine Güte. Okay, ich sehe schon, wir werden keine Freunde in dieser Kampagne. Und ist da sonst noch was drin, außer dem Wasserfall in der Höhle? Nee, ne? Da ist sonst nichts drin. Ja, okay, gut. Kannst auch eh nicht reingehen. Ernst? Ja, dann mal besser noch nicht, ne? Versteckt des schwarzen Reizlands enthüllt die Umgebung aller dazugehörigen Wachtürme. Cool. Aha. Auf dieser Straße patrouillieren Truppen der Akademie, die euch gewiss angreifen, wenn sie euch entdecken. Haltet euch besser von der Straße fern, es sei denn, es gelüstet euch nach einem richtigen Kampf. Okay. Das heißt also, wir laufen nicht auf dieser Straße, sondern wir laufen irgendwie so über die Höhen oder so. Ne? Ja, zeig mal. Okay, wir gucken mal. Ich sollte vielleicht übrigens noch gerade die Geschwindigkeit in den Schlachten mal auf 100% stellen. So zumindest für die ersten Kämpfe, ne? Da sind die Harpien. Mhm. Können wir so nicht hinziehen. Das ist hier oben. Pyramide. Pyramiden werden unter Verwendung leitender Materialien, seltener Kristalle gebaut und sind arkane Foki, die dazu dienen, magische Energien zu kanalisieren und umzuleiten. Diese sieht stark genug aus, um den Damm zu zerstören. Also ich sollte ein paar Kreaturen sammeln. Zauberersklavenhalter. Sollte also ein paar Kreaturen sammeln, um dem Typ da auf die Mütze zu klopfen. Bewegung ist Maximum des Helden. Hm. Tödlich. Hm. Plus 6 Bewegung nicht besucht. Mhm. 1 bis 4. Boah. Komplett nackig gegen den zu kämpfen, ist natürlich auch nicht so dufte, ne? Wir laufen mal auf die Seite. Ah, das ist eine... Das ist eine... So eine Art Legebatterie für Harpien, ne? Was ist das? Ein magischer Käfig, von Zauberern errichtet als Gefängnis für Harpien. Die Zauberer benutzen uns für Spiele und zu ihrer Belustigung. Dann fangen sie uns mit Magie und verbieten uns, den Wind unter den Flügeln zu spüren. Willst du uns auch verspotten? Kann Imani helfen, tut sie es. Rings um das Nest sind Pfeiler,
die den Barrierenzauber speisen. Zerstöre diese Pfeile, dann sind wir frei. Okay, gut, ja. Boah, ich sehe schon, ich werde mit der Synchron nicht warm, aber egal. Kristallpfeiler. Wenn ich jetzt da hingehe, könnte ich mir eine Stufe holen. Gering. Nicht besucht. Mal ganz kurz, was haben die genau für eine Fähigkeit? Gar keine, okay. Die haben einfach nur so einen Fernkampf, ne? Dämonische Abstammung, Feuerresistenz. Durch den Feuerzauber und Effekt erlittenen Schaden wird halbiert. Angriff resultiert das Schaden Feuer um 25% vermindert. Lichtanfälligkeit. So, ich versuch's mal so. Aha, du hast so eine Regeneration. Aber. Sauber. Wenn ich die sind auch lichtanfällig, okay, wenn ich dem dieser Regenerationszauber halt bei der Ausgabe der verbündeten Kreatur in den nächsten drei Zügen 28 Lebenskraft. Das heißt, wir könnten die komplett heilen. Die haben momentan Blutrage plus 2 Angriff. Blutrage 2 minus 2 am Ende eines Segenszuges, wenn diese Kreatur wartet oder verteidigen als Aktion wählt. Wow, immerhin zwei Platten. Ja, das war jetzt doof, ne? Oh, eine glückliche Attacke für die Spinne. Mhm. Da verliert man zu viele Orks bei dieser Schlacht. Hab ich so als Eindruck. Ich meine, wie willst du da ohne einen Haufen Verluste rausgehen, ne? Doch einfach kaum Schaden an den Viechern. Ne? Das ist viel zu stark. Also ich meine auch die Fernkämpfer reißen, die Knolle reißen da ja nix, ne? Das ist absoluter Mumpitz.
Also da brauchst du gar nicht erst großartig versuchen. Naja, lad das mal bitte. Das ist ja Quatsch. Du verlierst ja nur deine Truppen. Nee, man muss da irgendwie anderweitig noch rankommen. Genau, beende nochmal die Runde. Okay, kommst du bis dahin? Nee, kommst natürlich nicht. Dann lauf vielleicht mal irgendwie so rum. Ja, ich weiß, er flattert da hoch. Wir schwätzen kurz mit dir und dann passt das. Komm! Ja, nächste Runde quatschen wir mit dir. Ja, flatter du mal. Da ist ein Asyl. Da kriegen wir einen Abwehrbonus. Da ist ein Krämer, da können wir nichts kaufen, weil wir keine Kohle haben. Quelle nehmen wir mit. Ja gut, aber also wenn ich da jetzt hingehe, ne? Oh Gott, Alter. 4 Stück. No effing way. Da kommen wir jetzt nicht lang. Da läuft ja gerade der Penner da rum, ne? Lauf mal hier hin. Ist das unauffällig genug? Nein, ist es nicht. Okay, gut, alles klar. Sauber. Plöpp, dann laufe ich jetzt so lang, oder wie? Plopp. Aha, was ist das da? Ernst kämpft. Da sind irgendwie so Spinnen und die muss ich wahrscheinlich wegmachen, weil die Zentauren Angst vor Spinnen haben. Junge, wie willst du denn das da packen? Tödlich, ja. Also da müssen wir irgendwie auch hin, ja. Okay. Da kommst du safe nicht hin. Und pass auf, lauf mal hier hin. Aha. Okay, das ist der Staudamm, den ich irgendwie platt machen muss. Gebühren kann ich mir momentan nicht leisten. Ich bin Almosenempfängerin. Ach, guck mal, er hat ja ganz gut Bewegungspunkte, ne? Und wir sind Toast. Ah ne, das steht jetzt... Warte mal, das steht jetzt gering, aber da stand... Mir wurde doch vorhin gesagt... Nur wenn wir echt einen Kampf wollen. Aber das sieht gar nicht nach so einem echten Kampf aus. Oder ist sie irgendwie super krass und macht jetzt hier 7 Blitzschläge hintereinander? Guck mal hier, die kommandiert Untote. Was ist das für eine komische Zauberin? Boah, Arsch, ne? Ist, dass diese Spinnen super schnell wieder dran sind, ne? Das Gute ist, dass ich den Moralbonus bekomme. Hätte ich jetzt anders gemacht. Ja, aber jetzt verliere ich einen Ort. Sauber.
Da ist jetzt einer wieder auferstanden durch die Regeneration. Okay, das ist mega nice. Und die werden jetzt immer stärker, oder wie? Ah, okay, da kannst du nicht hin. Cool, okay. Das ist also auch sinnlos. Noch 3 Wochen, danke, ja. Dann kämpfen wir zuerst gegen die Skelette. Dann kämpfen wir zuerst selbst gegen die Skelette. Direkt mal die Punkte. Ich mach das jetzt nochmal gerade auf schnell. Wir haben ja die Einheiten, die wir jetzt haben, haben wir ja schon gesehen. Ne? Okay, ich glaube, ich habe einfach nur an der stärksten Stelle irgendwie angegriffen und das war irgendwie unsinnig, oder? Cool, erster Down. Alter, wie willst du die denn platt kriegen? Es muss hier noch irgendeine andere Lösung geben. Es muss hier noch irgendeine andere Lösung geben. Okay. Ah, da brauche ich Drachenstahl für. Okay, jetzt checke ich das. Ja, hol dir erstmal den Stufenanstieg. Blutrage wäre ja jetzt nice, das bringt mir aber für die... Oh Gott, ist die verskillt. Das bringt mir aber natürlich nichts in meiner aktuellen Lage.
Das bringt mir auf jeden Fall mal nichts. Verteidigen als Gegenwehr auswählen. Ja, voll der gute Skill auf jeden Fall bei jemandem, der Blutrasepunkte verliert. Okay, Luftelementare. Okay. Ich bin doof. Ich glaube, ich habe gerade mein Erz für Holz getauscht. Sollen wir den nochmal angreifen? Why not, ne? Wenn er keine glückliche Attacke gewürfelt hätte, der Penner, dann wäre das etwas anders ausgegangen. Also am Beginn der Runde zu machen, ist eigentlich auch doof, ne? Aber wir brauchen mal den hier. Ah, regenerieren lassen? Wäre eigentlich ganz nice, ne?
Doch, die haben geheilt, ne? Wie viele Hitpoints ist noch? Okay. Cool, zwei haben gereicht, alles klar. Wir hätten nicht gedacht, dass du uns helfen würdest. Vielleicht können wir eine Weile mit dir fliegen. Deine Augen am Himmel sein. Willkommen im Club. Müssen wir da jetzt nochmal hin? Versuch's mal da oben. Was führt dich her, Ork? Warum kommst du in ein Arbeitslager, wenn du schon frei bist? Imani sucht Verbündete für Kampf gegen Zauberer, um Sklaverei für alle zu beenden. Siehst du diese Untoten, die uns bewachen? Die schwingen die Peitsche der Zauberer. Was kann Imani tun? Darüber habe ich lange nachgedacht. Siehst du den Damm da oben? Wenn er bricht, überflutet er den Steinbruch und befreit uns. Cool, machen wir. Alter. Wie viele von den Dämonen habe ich jetzt verloren? Drei. Okay, werde ich mitleben können. Imani von den Orks, du hast uns befreit. Mein Volk wird deine Hilfe nicht vergessen. Von heute an betrachte uns als Schwestern in der Schlacht. Juhu! Stufenanstieg, wip. Ja, dann mach mal hier Aufmerksamkeit. Das ist ja etwas, was die KI sehr gerne macht, dieses Rummeucheln, ne? Gehen wir mal zum Kloster der Blinden, Brüder. Sind Zauberer so aufgeblasen, dass sie den Himmel mit ihren Abbildern verdecken müssen? Dies ist eine Statue von Kasim, dem ersten des Neunerzirkels. Er regiert die sieben Städte. Imani von Kasim gehört? Kasim öffentliche Hinrichtung von vielen Ork-Rebellen befohlen, auch von Djengos Familie. Django erst zufrieden, wenn Kasims Kopf im Staub liegt. Beim Bau dieses Denkmals für Kasims Ego starben viele Tiermenschen-Sklaven. So eine hohe Statue könnte als Brücke über den Fluss dienen, wenn sie fällt. Das wäre auch ein starkes Symbol für alle Sklaven. Aber wir brauchen die Hilfe der Harpyen, damit sie in die richtige Richtung fällt.
Das macht ja nichts, die haben wir ja, ne? Orks, Zentauren, Harpien. Alle arbeiteten zusammen, um die Statue zu Fall zu bringen. Die Botschaft war klar. Nie mehr Sklaverei. Ja, das finde ich gut. Eine Woche. So, und da gibt's jetzt... Da gibt's jetzt die Rakshasa. Ist das Ding, wo wir hin müssen? Du bist das Ork-Mädchen, das Unruhe stiftet. Bist du wieder bei Sinnen und hast die Sinnlosigkeit von Gesprächen mit niederen Tiermenschen eingesehen? Imani will Löwenmenschen Bündnis anbieten. Kämpft an Orks Seite. Gemeinsam können Orks und Löwenmenschen Zauberer vernichten und für immer frei sein. Frei? Bist du wirklich so einfältig zu glauben, Tiermenschen könnten allein überleben? Du beleidigst deine eigene Art. Sieh mich an. Sieh dich um. Sehe ich Asad al-Xin für dich wie ein Sklave aus? Wie Orks sagen, goldene Kette ist auch Kette. Ich bin kein Sklave. Die sieben Städte geben jedem, ob Ork oder Tiermensch, die Möglichkeit, durch Leistung aufzusteigen. Orks, Zentauren, Gnolle. Sie geben den Meistern die Schuld für eigenes Versagen. Wir haben es hier offenbar mit einem FDP-Wähler zu tun, ne? Orks, Zentauren, Gnolle. Sie geben den Meistern die Schuld für eigenes Versagen. Haben sie euch nicht gemacht? Mit Gehorsam und etwas Geduld würdet ihr von den Zauberern als Gleiche akzeptiert, wie schon bald wir Rakshasas. Aber ihr winselt lieber, anstatt zu brüllen. Wie viele Rakshasa-Brüder werden sterben, damit sich Asad im Ruhm sonnen kann? Ich, Asad al-Xin, werde der erste Tiermensch im Orden der Klingenmagier sein. Und es ist meine Pflicht, dich und deine Revolte niederzuschlagen. Ja, das wird ein Spaß. Ja, wobei ich jetzt sagen würde, wenn wir schon bei diesem Thema sind, ich glaube nicht, dass die Silberstädte dann Interesse daran hätten. Aber gut. Was wird das denn jetzt? Ja, hier sollten wir jetzt auf jeden Fall nicht mit maximaler Geschwindigkeit spielen. Das sollte schon ein bisschen... Ja. Wir machen es auf 150. Die auch diese Blutrage-Fähigkeit, ja, ne? Das heißt, die müssen irgendwie ein Feld ziehen, ne? Cool. Mach's mal dein Kneipchen. Vormarsch. Mir gerade eben minus 1 angezeigt. Ist jetzt einer down gegangen? Die haben noch eben keine. Luftelementar, da. Imani hat minus 2 Blutrage aufgrund von Blutrage erhalten.
Angriff heißt, die machen jetzt mehr Schaden oder sowas, ne? Wow, 216 Damage, das ist sehr viel. Das war auch nicht schlecht. Knüppel aus dem Sack. Attacke. Gut. Ja, wenn der zweimal dran ist, bringt mir das nicht so viel, ne? Greif mal hier an. Ui, eine glückliche Attacke. Immerhin. Meinst du nicht ernst? Ja, klar, dass wir da einen verlieren. Komm, versuch's. Na also. Du kannst gut, kleines Mädchen. Nenn Imani nochmal kleines Mädchen. Und Imani macht Jacke aus Ersatzfell. Glaubst du, deine Schultern könnten das Gewicht tragen? Während du gegen mich für deine Sache gekämpft hast, habe ich als Ablenkung gedient, um eure Kräfte zu teilen. Teil des Plans unserer Meister. Während du hier kämpfst, sterben deine Brüder an den Mauern. Offizier Alxin, der Angriff der Orks auf Albithyl hat wie geplant begonnen. Nein, noch kein Neumond. Was denkt Django? Imani zu weit weg, Amari kämpft allein. Wie herrlich es ist, wenn viele Köpfe wie einer arbeiten. Deswegen hat jeder Soldat einen Hauptmann und jeder Hauptmann seine Befehle zu befolgen. Okay. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Achso, ja genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nur mit diesen Elementaren eigentlich weiterkommt, ne? Aber okay. Als Imani orkische Armee erreichte, war es bereits zu spät. Schlacht war vorbei und viele Orks waren bereits bei Vorfahren. Wie befürchtet, hätte Django die Orks zur Schlachtbank geführt. Hätte Django doch nur gewartet. Ja, okay. Interessant. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz die nächste Karte an. Jede Fraktion hat eine besonders starke 472, der große Ork-Überfall. Meine Tante Sveltana hat mir die Geschichte vorgelesen. Ein Massaker, das geholfen hat, uns zum dominanten Haus der Siebenstädte zu machen. Überlebende waren gezwungen, immer tiefer und tiefer in die Sahar zu fliehen. Jo. Djengos halber Stamm war tot. Unter den Toten war auch Amari, Imanis Bruder. Mutter Erde, nimm die gefallenen Kinder zurück in deinen heiligen Leib. Vater Himmel,
akzeptiere das Fleisch der Brüder und Schwestern des Stammes. Amari! Nein! Bruder! Amari starb als Ork, hat Zauberer getötet. Ork-Vorfahren begrüßen tapfere Helden bei sich. Tapfere Helden? So, da sind wir wieder. Also hören wir uns diese Passage nochmal an, weil ich die Stimme so gern höre. Tapfere Helden? Kein Ruf. Tapfere Helden in einem Atomkraftwerk. Tapfere Helden? Kein Ruhm in Niederlage. Amari ist tot, umsonst. Imani redet zu viel und kämpft zu wenig. Wo war Imani, als Amari getötet wurde? Hätte Imani an Bruders Seite gekämpft, hätten Orkschlacht gewonnen. Imani wäre mit Bruder gestorben, ohne Grund. Imani hat Verstärkung gefunden, hätte sich Django an eigenen Plan gehalten. Imani wäre mit 3 Armeen gekommen. Aber Django will nur Rache, wie viele Orks dafür auch sterben müssen. Will Imani Django herausfordern? Glaubt Imani, Imani wäre besserer Kriegshäuptling? Django bietet Orks nur Tod. Imani kämpft für Zukunft. Interessant. Striche wurden in den Sand gezogen. Ein Drittel des restlichen Stammes hielt zu Imani. Django hatte mehr Orks, aber Imani hatte neue Verbündete. Schnell waren beide Seiten kampfbereit. Orks können keine 2 Häuptlinge haben. Orks gehören zum Stamm oder sind Feinde vom Stamm. Das auch orkische Art. Interessant. Okay. Das ist ein Punkt, da können wir gerne auch noch im nächsten Part drüber reden. Ja. Würde ich auch mal sagen, bietet sich dann an. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit euch und sage Pax vobiscum, Valete.